Hier kommen unsere Bundesliga-Tipps zum 9. Spieltag. Und der beginnt mit dem Niedersachsen-Derby Wolfsburg gegen Bremen. Abonniert den Kanal! Yes! Wow! Da braucht man gar keine Special Effects mehr, wenn man ein alles in einem Radek hat. Einmal hin, alles drin sozusagen. Hier, die Auswertung des letzten Spieltags, nicht so gut. Einmal Cashback, dreimal falsch, einmal Kaching, macht minus 1, 49 Einheiten insgesamt im Plus. Und jetzt gilt es ranhalten. Ja. Abhaken, weitermachen. Bundesliga hat 34 Spieltage. Und hier ist der 9. Geht los mit dem Niedersachsen-Derby Wolfsburg gegen Bremen. Du hast es eingangs gesagt. Und da stehen deine Bremer ja relativ gut da, haben sogar den Bayern einen Punkt abgetrotzt. Was droht denn den Wölfen jetzt hier? Beide stehen sehr gut da. Und wenn du gerade mal überlegst, dass Wolfsburg, glaube ich, mit 3 Unentschieden oder so gestartet ist, mit 9 Toren erst, aber auch 5 Gegentore, Position 6, eigentlich sehr, sehr gut. Genauso wie Bremen, die mit 10-10 von der Tordifferenz auch und 11 Punkten sehr, sehr glücklich sein können. Hier bei dem Spiel habe ich mir den Bayern-Fluch überlegt. Du weißt, wer gegen Bayern punktet oder gut spielt, verkackt in der Regel in der Woche drauf. Und hier haben wir ein Spiel, wo ich wenig Tore erwarte, unter 2,5. Ein 1-1 ist das Best-Case-Szenario für Werder Bremen aus meiner Sicht. Aber ich glaube tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit, dass es 1-0, 2-0, vielleicht 2-1 ausgeht für Wolfsburg, ist sehr viel höher. Deshalb wäre hier mein erster Tippvorschlag definitiv ein Sieg der Wölfe. Du weißt, wie schwer mir das fällt. Ja, und die haben noch nicht verloren. Für die wäre es das 9. Spiel ohne Niederlage. Kaum zu glauben, dass Bremen daran was ändern kann. Auch obwohl sie gegen Bayern einen Punkt geholt haben. Aber du hast den Fluch angesprochen. Das finde ich nämlich auch. Man siehe Hoffenheim, die jetzt seit dem 4-1-Sieg gegen Bayern kein einziges Spiel mehr gewinnen konnten. Und letzte Saison war es bei Frankfurt ähnlich, bei Berlin, die ein ganz gutes Spiel mal gemacht haben und so weiter. Deswegen diese Quote von 1,8 auf Wolfsburg absolut okay, nicht überragend, aber okay. Und die sollte man spielen und der Trend is your friend, heißt es ja an der Börse. Ja, sehr schön. Dortmund, Köln. Hier auch wieder eine spannende Konstellation. Du hast Dortmund, die so ein bisschen sich gefangen haben im Spiel gegen die Kleinen. Am Anfang gegen Augsburg ja verloren. Seitdem eigentlich alles außer gegen den anderen bayerischen Club Bayern München gewonnen. Jetzt Köln. Die können noch Schalke einholen, wenn es um nicht siegreiche Spiele geht. Gegen Berlin hat es daheim letzte Woche nicht zum Punktgewinn gelangt. Da fragt man sich schon, warum sollte die jetzt in Dortmund punkten? Und von daher, Blick auf die Quoten werden dann zeigen, während du noch alles andere analysierst, was passiert da noch am Freitag, Donnerstag. Aber hier Blick auf die Quoten Dortmund gegen Köln. Da geht nicht wirklich viel. Und warum sollte man den Kölnern jetzt eine Überraschung zutrauen? Macht eigentlich keinen Sinn. Ja, andererseits, eine Wette auf Dortmund macht halt noch weniger Sinn. Leider ist die Quote bei 1,25 und solche Quoten sind immer zu niedrig, egal wie stark der Favorit auch sein mag. Und wir wissen, Dortmund hat in der Champions League jetzt gerade gegen Brügge 3-0 gewonnen, muss dann nächste Woche wieder in der Champions League ran und das ist für die natürlich derzeit ein wenig wichtiger. In der Bundesliga haben sie gegen Hertha in der ersten Halbzeit auch nicht gut ausgesehen, aber dann in der zweiten Halbzeit hat halt Haaland ein paar Mal zugelangt und dann war die Sache auch erledigt. Während der Trainer Peter Stöger, der ja bei Dortmund und Köln Trainer war, jetzt wieder bei Köln gehandelt wird. Das waren noch Zeiten, als die unter Stöger ja relativ erfolgreich waren, die Kölner. Aber anderes Thema, ich würde hier einfach wegen der niedrigen Quote auf Dortmund die Finger weglassen. Man könnte natürlich auf Köln spekulieren, aber das ist natürlich auch Schwachsinn. Ich würde halt jeden 2 Tore Vorsprung für Dortmund so sehen, wie die Buchmacher die Quoten gelegt haben. Deswegen gibt es hier kein Value und wir enthalten uns einer Wette.
Bei Augsburg gegen Freiburg hingegen ist natürlich einer unserer heißesten Kandidaten im Spiel mit den Augsburgern. Wir setzen ja immer gerne auf sie. Ist natürlich auch dann eine Quotenfrage. Die Augsburger haben sich gegen Gladbach ganz gut verkauft, 1-1 gespielt. Und jetzt im Heimspiel gegen schwächelnde Freiburger bei einer 2,47er-Quote ist es eigentlich ein No-Brainer, ein Asian Handicap auf die zu finden. Ist das so? Also man muss dazu sagen, gegen Gladbach hätten sie eigentlich, wenn du dir die Chancen auch die hundertprozentigen anschaust, 3-4-0 hinten sein müssen. Und wie es dann so ist im Fußball, wer vorne die Dinger nicht reinmacht, der kassiert sie hinten. Augsburg mit dem glücklichsten Punktgewinn bisher in diesen 8 Spieltagen. Freiburg auf eher enttäuschender Linie, gerade in der Defensive, 19 Gegentreffer. Da ist nur noch Mainz und natürlich Schalke dahinter. Das ist nicht das, was sich Freiburg wahrscheinlich bisher so vorgestellt hat. Sie müssen mal langsam wieder punkten. Jetzt auch schon wieder wirklich einige Spieltage kein Sieg mehr. Und ob das gegen Augsburg passiert, der Herr Streich fordert ein anderes Gesicht. Diesem anderen Gesicht, den traue ich ein Unentschieden zu, mehr aber nicht. Mich machen halt die Heimspiele oder die Spiele jetzt generell von Augsburg skeptisch gegen Berlin. Gegen Gladbach war jetzt auch nicht so der Brüller. Ein Asian Handicap 0 auf Augsburg könnte man riskieren. Tatsächlich sehe ich hier eher ein Unentschieden. Mhm. Ja, das wäre mit der Null abgedeckt, dann gäbe es das Geld zurück. Finde ich auf jeden Fall gut. Man könnte hier auch sagen, beide Mannschaften gerade mal so 9 oder 10 Tore geschossen, ein Tor im Schnitt, dass man hier einfach auf unter 2,5 geht bei einer Quote von 2,15 oder das direkte Ergebnis 1:1 tippt, denn oder wir einigen uns auf dieses Unentschieden direkt mit einer Dritteleinheit. Das ist ja auch immer gern genommen. Aber grundsätzlich tendiere ich schon eher zu einem Augsburger Heimsieg, weil ich denke, die sind stärker. Dann lass uns das mal nach hinten stellen, dieses Spiel. Das sagst du immer und dann vergessen wir es. Ja, aber vielleicht gibt es ja eine Unentschieden-Kombi. Darum geht es mir gerade ein bisschen. Ja, ja. Wobei, wenn ich jetzt das nächste Spiel anschaue, Leipzig gegen Bielefeld, da sehe ich nicht unbedingt Unentschieden. Gibt ja ein interessantes, cooles, spannendes Interview vom Jürgen Klopp nach der Niederlage von seinem Liverpool gegen Atalanta Bergamo, wo er die Belastung beklagt. Ein Team, was sich noch viel mehr beschweren könnte, was Belastung angeht, als Liverpool, ist vielleicht Leipzig. Denn die hatten ja nicht so lange Pause wie Liverpool. Und die müssen aufpassen. Diese ganzen Champions League-Mannschaften, wir haben jetzt gesehen, wie die nach der Länderspielpause zurückgekommen sind. Leipzig hat jetzt zwar nicht federn lassen letzte Woche, aber jetzt mit dem Spiel in Paris, das war kräftezehrend. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen und würde vielleicht mal auf die Asian Handicaps gehen, ob Bielefeld da vielleicht sogar Value hat, aber ich sehe keinen hohen Sieg und deshalb sehe ich auch keine Wette, denn du schüttelst zu Recht mit dem Kopf, wer geht denn jetzt schon auf Bielefeld? Ja klar, erstens das, aber wir haben ja auch die Tabelle gerade gesehen, hier blende ich gerne nochmal ein, Bielefeld bisher 5 Tore geschossen, Leipzig gerade mal 5 reinbekommen. Jetzt stand in den News natürlich, dass Henrichs mehrere Wochen fehlt, aber die Abwehr ist trotzdem stark genug und Bielefeld fehlen einfach die qualitativ hochwertigen Stürmer für eine erste Liga, vor allem gegen eine internationale Mannschaft wie Leipzig, zu bestehen. Von daher abwegig hier ein Asian Handicap zu suchen auf Bielefeld. Gefallen hätte mir Leipzig -1 oder so, aber das gibt leider nur eine 1,3er-Quote und da bin ich bei dir. Ich meine, es hat uns ja die letzte Woche gezeigt, dass Leipzig jetzt auch sich kein Bein ausreißt zurzeit, auch nach der Niederlage in Paris und dann ist natürlich ein Spiel gegen Bielefeld höchst unattraktiv und von daher wird es vielleicht ein knapper Sieg, aber auf Leipzig würde ich bei der Quote nicht setzen, auf Bielefeld würde ich sowieso nie setzen, deswegen eine No-Bet. Ja. Union Frankfurt, da bin ich jetzt auch gespannt, wie du das einschätzt. Bist du mittlerweile ein Union-Fan geworden, weil die ja hier wirklich von Erfolg zu Erfolg rennen? Also die Bettwäsche zu Weihnachten, die schenke ich dir.
Eine eiserne Bettwäsche. Weiß ich nicht, was ich will zu Weihnachten. Vielleicht mal ein anderes T-Shirt oder Pulli oder so. Mir ist aufgefallen, in den letzten Thumbnails, seitdem wir drauf sind, habe ich immer graue Sachen an. Ich will keine graue Maus sein. Ja, kommentiert mal in die Kommentare, welche Farbe das neue T-Shirt von Chris Custodian haben soll. Dann schauen wir vielleicht irgendwo so Regenbogenfarben. Und das darf er dann in der Rückrunde immer tragen nach Weihnachten. Aber ja. Was auch immer du damit sagen willst. Wir sind jetzt bei der alten Försterei und da geht es gegen Frankfurt für Union Berlin. Die Frankfurter mit einem Achtungserfolg unentschieden gegen Leipzig, während Berlin in Köln gewonnen hat. Wir haben es gesagt, es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, denn die haben den Lauf, Kruse überragend. Ich will ihn auch wieder in dieser Woche in die Nationalmannschaft reden. Irgendwann wird es so sein wie letztes Jahr bei Freiburg. Das Ganze passt sich ein bisschen an, dann verlieren sie ein paar Spiele. Kann Frankfurt der erste Neckbreaker sozusagen werden. Ich kann es mir schon gut vorstellen. Zumindest ein X2 ist für mich hier von der Quote nicht unattraktiv, weil wir dürfen nicht vergessen, Frankfurt hat meistens erst in der zweiten Halbzeit besser gespielt. Auch gegen Stuttgart hätten sie gewinnen können, haben leider den Anfang verschlafen. Vielleicht plus 0,5, also X2 ist von der Quote nicht gut genug. Plus 0,25 auf Frankfurt wär's. Und dann ist es wirklich so, wenn wir die Wette spielen und die geht nicht auf, dann nie wieder gegen Union Berlin. Nein, das sehe ich anders. Also leider ist diese Asian Handicap X2-Wette mit Asian Handicap plus 0,5 überhaupt zu niedrig von der Quote. Auch dieses plus 0,25 gibt nicht viel her. Also hat man eigentlich nur die Wahl, Asian Handicap 0 auf Frankfurt zu gehen. Bei Unentschieden gibt es das Geld zurück. Da ich aber wirklich denke, dass Union fällig ist und Frankfurt auffällig ist, mal wieder zu gewinnen, weil 1-1 gegen Leipzig ist jetzt per se kein schlechtes Ergebnis, sehe ich die Frankfurter in Berlin gewinnen und dann hätte die Quote von 2,8 definitiv Value. Und weil ich hier dieses Unentschieden absichern will, würde ich halt dann einfach Asian Handicap 0 machen. Diese Zweierquote auf Frankfurt finde ich auch gut. Und deswegen sagen wir, die Tage von Union da oben in der Tabelle sind endgültig gezählt. So gut werden sie diese Saison nicht mehr, da lege ich mich fest. Und Frankfurt ist der Anfang vom Downswing von Union Berlin. Das, jetzt bellt wieder der Kando im Hintergrund. Kando ist ja der Hund von Jupp Heynckes. Bei dir ist es Gizmo. Und wenn der bellt, hat er schon mal gemacht, müsste man jetzt wissen, wie die Wette da ausgegangen ist. Aber wir legen hier einen Fokus drauf, ob das Orakel Gizmo dieses Mal zustimmt und sagt, yeah, Frankfurt, oder sagt, oh Gott, Frankfurt doch nicht und so weiter. Ja, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt gehen wir weiter nach Stuttgart. Da spielt der große FC Bayern, die jetzt auch wieder in der Champions League die Salzburger abgefiedelt haben. Hier gänzlich unspektakulär würde ich sogar einfach nur auf einen reinen Bayern-Sieg gehen. Eine 1,33 finde ich, hat hier tatsächlich Value, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die zwei Spiele in Folge nicht gewinnen, lieber Radek. Jetzt könnte man sagen, wenn sie gewinnen, dann haben sie eh schon minus 1. Haben sie eh einen Torvorsprung. Mal schauen, was dann Asian Handicap 1 gibt. Zu wenig, von daher würde ich auf einen reinen Bayern-Sieg gehen, gänzlich unspektakulär, aber das kann auch sexy sein. Der Junge wird mir noch zum Bayern-Fan, also... Nee. Gerade nach dem 1-1 gegen Bremen und der Champions League-Doppelbelastung 3-1 gegen Salzburg, das war auch kein leichtes Spiel. Dann steht schon das nächste Champions League-Spiel wieder an in der Woche drauf und... Ja, die sind schon ein bisschen ausgepowert und dafür waren die Stuttgarter in letzter Zeit auch zu stark. Also jetzt das 3-3 gegen Hoffenheim, okay. Und man muss sagen, eine Niederlage, die war am ersten Spieltag der Stuttgarter. Bei denen ist es aber ähnlich wie bei Union Berlin. Ich sehe die ein bisschen overperformen und die müssen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden von den Bayern. Von daher glaube ich auch, die Bayern gewinnen das, aber minus 1 ist natürlich bei einer 1,43er-Quote zu niedrig. Und
ich scheue irgendwie hier Wetten auf Bayern bei so niedrigen Quoten, weil die, naja, dieses Bremen-Spiel, das hat mir irgendwie ein bisschen das zugesetzt im Sinne von, ja, ich traue ihnen im Moment einfach nicht so zu, dass sie jetzt Stuttgart so wegkloppen. Aber andererseits können sie es natürlich jederzeit tun. Aber wetttechnisch halte ich es für unattraktiv. Ich habe es versucht und finde aber auch okay, wenn wir darauf nicht gehen. Schalke geht nach Mönchengladbach zur Borussia. Also da der große Heilsbringer, in Anführungsstrichen, Ibisevic, ist jetzt aus dem Kader suspendiert worden. Sie haben hier den Sportvorstand oder irgend sowas gefeuert. Der wird es aber auch nicht jetzt der Neue mehr richten können. Es ist eine enttäuschende Saison. Offensichtlich, es ist mittlerweile einfach ein enttäuschendes Jahr 2020. Und da kann der Trainerbaum so harte Ansagen machen, wie er will. Fakt ist, man muss sich langsam damit abfinden, dass diese Schalke-Mannschaft so schlecht ist, dass es eigentlich fast nicht mehr nach oben gehen kann. Geld gibt es ja auch nicht für Neuverpflichtungen. Also vielleicht sollte man dem Trainer Wagner sogar für letztes Jahr den Award der Trainer des Jahres geben, wie er mit dieser Truppe eine Hinrunde so gut spielen konnte. Ich weiß es nicht. Ja, das war definitiv eine klasse Leistung, eher rückblickend gesehen. Funny Fact, am 17. Januar 2020 hat Schalke sein letztes Spiel gewonnen. Weißt du gegen wen? Gladbach. 2-0 damals. Ja. Wir haben es ja hier sogar unten gesehen, gerade wenn man aufgepasst hat. Aber egal, dass sie es dieses Mal gewinnen, naja, dafür sind die Schalke-Quoten eigentlich relativ niedrig mit 8,5 gegen diese Borussia Mönchengladbach-Mannschaft, die ja in der Champions League Tabellenführer in der Gruppe mit Real Madrid und Inter Mailand ist und jetzt gerade wieder echt stark gespielt hat gegen Donetsk. Natürlich denkt man, die machen so weiter und alles andere als ein Gladbach-Sieg wäre natürlich eine Überraschung. Aber auch letztes Wochenende hätte man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie gegen Augsburg Punkte lassen. Und ja, von daher ist leider auch kein Value bei Gladbach zu finden, egal wie schlecht Schalke ist. Die können eigentlich hier nur überraschen, aber alles in allem leider keine Wette, ein Tipp. Gladbach-Sieg 2-0, 2-1, klar, aber das gibt halt kein Geld. Damit ist alles gesagt, was zu diesem Spiel gesagt werden muss. Unter Tore brauchst du auch nicht gehen, weil Schalke hat auch letzte Woche gegen Wolfsburg gezeigt, dass sie ganz schnell mal zwei kassieren können. Und Gladbach, die haben jetzt einfach mal gegen Donetsk wieder ordentlich eingenetzt. Also die haben schon eine potente Offensive, obwohl sie bisher in keinem Heimspiel in der Bundesliga mehr als ein Tor geschossen haben. Fun Fact am Rande. Ja, kommt nachher schwerend hinzu in diesem Spiel. Hier hingegen die überstarken Leverkusener. Auch die haben am letzten Spieltag mit Ach und Krach nur ein 2-1 mit einem Last-Minute-Tor gegen Bielefeld zustande bekommen. Jetzt kommt die Hertha, die 5 eingeschenkt bekommen hat von Borussia Dortmund. Hört sich eigentlich nach einer easy Sache an, zumal die Quote mit 1,8 auf Leverkusen relativ hoch ist, wenn man einfach nur diese aktuellen Formkurven der Teams betrachtet. Da hast du recht. Heimlich, still und leise könnte auch schon mal wieder der Bruno Labbadia überlegen, ob er den Job des Trainers so gern und gut kann in Berlin. Ist ja wirklich eigentlich enttäuschend, die Entwicklung unter ihm. Ist er jetzt verteilter Denkzettel vor einem Tag. Und ja, in Leverkusen ist es sicherlich keine leichte Aufgabe. Auf der anderen Seite haben die auch ihre Doppelbelastung, haben viele verletzte Spieler, hätten gegen Bielefeld deutlicher gewinnen können, aber das Eigentor des Jahres haben sie ja verbrochen, besser gesagt Leverkusens Torwart. Was willst du bei dem Spiel tippen? Also prinzipiell traue ich Berlin mal wieder einen Punkt zu, aber darauf wetten würde ich nicht. Und auf Leverkusen haben wir auch schon ein, zwei Mal die 1,7, 1,8er Quote gespielt und dann nicht gewonnen. Sowas prägt und da ist eher Vorsicht angesagt. Ja klar, Leverkusen ist jetzt nicht die Übermannschaft, aber die sind auf einem guten Weg, haben sich bis auf Platz 3 vorgekämpft und
Von daher würde ich wirklich diese 1,8er-Quote ins Auge fassen. Fünf Was Siege in Folge, ne? spricht denn für Hertha in dem Fall, dass Leverkusen jetzt nicht 100 pro überzeugt hat gegen eine schwächere Mannschaft im letzten Spiel, dass Hertha immerhin zwei Tore gegen Dortmund geschossen hat, dass sie eigentlich eine super starke Offensive mit diesen drei Jungs haben? Also da gibt es schon Argumente dagegen, dass Leverkusen das hier gewinnt, aber wenn wir bei den Offensiven sind und bei vielleicht auch schwächelnden Leverkusener Defensiven, dann könnte man über drei Tore bei einer Quote von 2,04 zumindest mitnehmen, denn dass in diesem Spiel Tore fallen können, das wird keiner in Frage stellen. Eingetütet, wird auch mal wieder Zeit, dass wir eine Übertorequote treffen. Die letzten, weil ich habe es hier offen, meine Excel-Tabelle, unsere Excel-Tabelle, die letzten 1, 2, 3, 4 Torwerten haben wir alle verkackt. Wird mal wieder Zeit, dass wir gewinnen, oder? Ja, aber das zeigt halt auch, dass das einfach reines Gambling ist, beziehungsweise es ist schlimmer als Gambling herausgeworfenes Geld, beziehungsweise wir haben Wir halt können es nicht. wahrscheinlich keine Ahnung davon. Das Aber wird es jetzt auch sein. über 3, sag mir noch mal ganz kurz die Quote. 2,04. Ja, der kommt safe. Safe. Ja. Das sagen sie immer so, safe, und dann ist nichts safe. Aber Mainz gegen Hoffenheim, zumindest safe, dass Hoffenheim hier bessere Gewinnchancen haben wird als gegen Stuttgart, oder nicht? Es kommt halt jetzt wirklich darauf an, wer da wieder spielt. Also, sie waren natürlich schon arg verletzungsgebeutelt am Spieltag gegen Stuttgart. Jetzt ist es leider 3 Tage vor dem Spiel noch ein bisschen zu früh, um zu wissen, wer ist jetzt wieder zurück und wer nicht. Deshalb kann man jetzt das fast nicht, ja gut, 6 Spieler aus Quarantäne entlassen. Vielleicht kommen wieder welche rein. Die Chancen sind ja relativ groß. Sie waren in Führung gegen Stuttgart, haben es dann nicht über die Zeit gerettet. Mainz hat endlich mal gewonnen und Mainz ist definitiv ein Team, was am Ende der Saison das Potenzial hat, zwischen 10 und Platz 13 zu sein. Von daher unterschätzt mir die Mainzer nicht. Die sind besser als der Anfang und den traue ich hier auch wieder einen guten Punktgewinn zu. Also ein 1-1 und Hoffenheim ist ja jetzt nicht so gut seit dem Bayern-Sieg, hast du selber gesagt. Was soll Naja, jetzt vor allem die anders sein? Quote auf Hoffenheim ist halt lächerlich niedrig. Ja. So schwach ist dann Mainz auch nicht und so gut ist Hoffenheim vor allem nicht, so in den letzten Wochen gewesen. Und Kramaric ist wieder zurück, hat aber auch nur vom Punkt getroffen und daher ist Mainz natürlich mit Mateta ähnlich stark in der Offensive aufgestellt. Ja, alles andere als ein Unentschieden macht hier keinen Sinn. Also Unentschieden hier bei diesem Spiel ins Auge gefasst. Ich würde aber hier Abstand von der 2-4-X-Systemwette nehmen, weil es in den meisten Spielen doch für mich zumindest klarere Tendenz gibt. Deswegen würde ich bei Mainz-Hoffenheim und auch bei Augsburg-Freiburg eher die Dritteleinheit auf X machen. Eins davon werden wir schon treffen. Und dann klingelt die Jetzt hast du Kasse. mich überzeugt. Ja. Dann haben wir diesmal ja wieder 5 Betten mit diesen 2-1-Drittel-Wetten. Die erste ist gleich am Freitag im Niedersachsen-Derby gewinnt Wolfsburg zur Quote von 1,85 gegen Werder Bremen. Und bei Augsburg-Freiburg haben wir uns auf ein Unentschieden geeinigt. Die Quote hier nochmal zum Mitschreiben war bei 3,5. Die klassische Unentschiedenquote eigentlich, ne? Die nächste Wette, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Draw no bet, Sieg Frankfurt. Yeah. 2,02 die Quote. Und letzten Endes über drei Tore bei Leverkusen gegen Hertha und ein Unentschieden bei Mainz-Hoffenheim. Beim letzteren Spiel nur eine Dritteleinheit. Und dann sind wir schon wieder fertig nach nur 25 Minuten fast. Danke für die aufmunternden Worte. Daumen hoch, nicht runter. Und bis zum nächsten Champions League-Spieltag. Es geht weiter dieses Ende des Jahres. Fußball, Fußball, Fußball. Yeah, bis dann, ciao. Servus.